Hallo und willkommen zurück zu World War Z. Wir versuchen zum zweiten Mal hier der Hölle zu entkommen und was soll ich sagen? Ich hoffe, diesmal klappt es besser. Bei mir ist heute der Dirk und der Flo. Hallo. Und der Flo ist auf dem Klo. Was? Ah, nicht. Gut. Der Dirk schießt schon wieder. Oh, Mann, macht der schon wieder Lärm? Ja, echt. Sagt er schon, you make too much noise. Das kenne ich gar nicht vom Dirk. Aha, schweres MG. Oh, da hab ich dich auch. Wieder die Sprengladung gefunden. Ja gut, ich wusste jetzt nicht mal, wo sie ist. Der Kette sich, falls noch jemand braucht. Jetzt hat er mir was geschrieben. Hohoho, that's what I'm talking about. Wehe, du schmeißt einen Molotow-Cocktail. Cargo Terminal, get inside! Also, Flo, Molotow-Cocktails hat quasi Tradition, aber ich glaube, hier gibt es gar keine. Eine, ich sag mal, blutige Tradition. Eigentlich ist es, um genau zu sein, unser Blut. Aber ich spreng mal, ne? Door charge is ready. Ich weiß gar nicht, warum ich jedes Mal zurückgehe. Das Ding verletzt ja einen eh nicht. So, was haben wir da? Hier Ausrüstung. Sekundäres. Oh, ein Maschinengewehr. Schön, schön, schön. Heilung braucht auch keiner. Hm. Hat sich ja voll gelohnt. Das Gewehr jetzt hinstellen oder was? Nee, das kannst du nur wenn aufbauen, wenn wir gleich zu dieser Szene da wieder kommen. Also mit dem Zug, der da durch die Tür durchstößt. Hier ist ein Kampfpumpe. Anscheinend ein Schreier. Oh ne, ich glaube, der Flo ist schon wieder weg. Ich liege. Ja, der Flo ist, glaube ich, schon wieder weg. Ja. Die irgendwas gegen uns. Also normal ist das ja nicht. Für links hat er einen neuen Rechner, also das darf ja eigentlich gar nicht sein. Wer? Ja, Flo. Das will doch nicht das Spiel. Schon wieder APK-Spot oder was? Jo. There's a maintenance tunnel under these trains. Nothing like tight spaces. Ja, das ist ein klassisches Kampfgewehr. Jawohl. No noise. Ich bin runtergesprungen. Versuchst du es denn nochmal?
Ja, Schutz da wieder. Ich guck jetzt mal. Ja, kannst du mal Hotline anmelden. Manche sind ja dann doch ganz kompetent. Was? Hotline? Von der Grafikkarte. Also meiner Meinung nach ist das ein Grafikkartenproblem. Oder vom Hersteller. Vielleicht hat der da eine Hilfe. Einfach beide anschreiben. Anetta, wo ist Anetta? Anetta. Anetta, die kommt schnell ins Bett. Test. Weiß der ein oder andere sagt jetzt vielleicht, oh, der war aber schlapp, Ronny. Aber mal ehrlich, was habt ihr denn erwartet, was ich jetzt sage? Oh, hier ist wieder ein Dingspaket. Ich habe ja noch zwei. Macht bei mir jetzt nicht unbedingt Sinn, dass ich das nehme. Sprengladung. Was klappert denn da hinter mir? Kannst du mal danach gucken? Ich heil mal die Arnetta. Vielleicht liegt es ja daran, dass Flo immer den Neger nimmt. Kann sein. Ja, vielleicht sollte er mal einfach Grau nehmen. Das schwarze ist meine Grafikkarte nicht hin, oder was? Ja, genau. Das Tiefschwarz. Das Tiefschwarz. Das wäre aber schon ein bisschen rassistisch, oder? Das sind vielleicht Rassisten, die das Spiel programmiert haben. Kann man das schon runterladen? Hat einen Monitor. Also manchmal kann man ja echt Unkenrufe und solche Support-Dinger machen, aber es ist tatsächlich so, am zu helfen die. Oh, ich habe eine Sprengladung gefunden, Dirk. Dirk! Zurück! Ich habe schon eine, die musst du nehmen. Aha. Wir haben zum ersten Mal zwei. Das ist schön. Ja, finde ich auch. Siehst mal, wir sind jetzt zweimal dran vorbeigelaufen, da liegt sie. Ich habe keine. Ha! Jetzt kann es nur gut werden. Jetzt schaffen wir es. Ich hab's im Urin. Oder ich hab Gallensteine. Oder Nierensteine. Halbsteine. Nierensteine sind ja eigentlich, Idiot. Weiß nicht, wie ich jetzt auf Gallensteine komme. Ich laufe nicht so schnell. Doch, ich kann so schnell laufen, aber dann mache ich mehr Lärm. Guck mal, wie fett ich bin. Es ist nicht so einfach, wenn man so dick ist, ohne Lärm sich fortzubewegen. Das sag ich dir. Reloading. Shit! We can't get past this fence. Hier ist nichts diesmal. No, no, come on, people! Find us a way out of here! Thank you.
train going. So, ich sprenge. I'm gonna blow the door. Sprengladung sitzt. Aber meine Grafikkarte hat 31 Grad. Also daran liegt schon mal nicht. Du hast gesprengt. Den Container. Ich weiß, warum das nicht läuft. Wann denn? Das in einem RAM-Speicher drin hat. Was? Wieso hast du denn einen RAM-Speicher drin? Nein, nicht mehr 3. Zeig mir an. 2 mit 8 GB und einen nur mit 600 MB. Aha. Oh, hier hinten ist noch ein Container, Dirk. Weiß. Aber leider haben wir keine Sprengladung mehr. Doch, ich hab da nicht gemacht. Hat das irgendwas, stimmt da? Mit einem Raumspeicher. Eben nach, ja. Weil das ist definitiv... Also entweder hast du Kompatibilitätsprobleme vom RAM her, oder aber der funktioniert nicht richtig. Also sprich kaputt. Und, was war drin? Die Temperatur vom Prozessor ist 44,5. Ist ja auch. Aber jetzt Maximaltemperatur. Ja, ist ja auch absolut im grünen Bereich. So, ich hole nochmal einen Mummi. Dann können wir aufs Knöpfchen drücken, würde ich sagen. Ne? Aufs Köpfchen? Nein, nicht aufs Köpfchen drücken. Ja, ich hatte mir noch ein 16er Kit geholt, aber der eine RAM-Speicher war definitiv kaputt. Der eine Riegel und den anderen habe ich jetzt drin. Jetzt hol ich ihn. Ja, versuch das mal, ob es dann besser läuft. Man mit den 16 Gig, die ich ja mit dem Board und dem Prozessor gekauft habe, dann geht es ja. 16 Gig reicht auch. Ja, natürlich. Dein Spiel braucht mehr. Jupp, sie kommen. The roof is out of zombies. Burn, motherfuckers. Burn in the... Was ist Strom? Was ist Strom? Strom? Nein. Energy. Wahrscheinlich. Ich glaube, es heißt einfach nur Energy. Strom. Ja, also... Burn in the energy. Burn. Voltage. Voltage ist einfach nur Volt. Also das ist ja nur die Stärke. Oh, ich nehme mal das andere MG. Wir haben ja zwei diesmal davon. Das fängt aber auch schnell an zu glühen. Das muss man ja echt mal sagen. Im Shot. Den einen Computeridioten. Ja, die schießen und sie sind zum Heilen, sind sie auch immer zu gebrauchen. Aber wirklich taktisch gehen die natürlich nicht vor. Man merkt einfach, wenn ein Mensch mehr drin ist, dann ist es definitiv leichter, als wenn man mit leeren MGs hier unten spielt. Sekunde, ich muss mal Muni auffüllen. Als wenn man mit dem Bots spielt. Das wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Ne? Muss man ja auch sagen. Ich geh nochmal Muni holen. Ja, das weiß ich, aber da ist auch noch ein Kollege, der geheilt werden muss.
MG auffüllen. Ja, aber das hält mir den Rücken ja frei. Dirk, die Tür ist auf. Warte mal, der zeigt mir jetzt hier. GPU Memory Free. 7700 MB. Burst 4481 und total 8000. Das zeigt mir nur einen Riegel an. Okay. Ich warte. Ah, es ist nur ein Geist im Garten. Definitiv, ja. Weil Memory Total müsste mir 24 schon zeigen. Eigentlich. Eigentlich, ja. Da kommen wir zu spät, ja. Welche Sachen auf den Grund? Dann geh ich mal raus und guck mal, ob da alles richtig drin steckt. Ja, mach das. Bis später. Bis später. Ich sag ja, heute haben wir irgendwie Pleiten, Pech und Pannen. Ja. Just keep moving. We gotta be closer to either point. Ich hoffe, dass die Seed Session, die gleich kommt, dann besser verläuft als die Session jetzt. Und was hat der Sven gesagt? Ist er ready? Also er hat geschrieben, mit viel Lachen hat keiner Bock. Wie, echt nicht? Ja, weiß ich nicht. Oh, ich habe eine Sprengladung gefunden. Scheint. Jetzt hat er nicht mehr zurückgeschrieben, also. Aber auch nicht gelesen. Okay. Ich habe eine Sprengladung. Ich sprenge. Door charge is ready. What is this place? It's a museum in a park, old monastery. Using a stim shot. What's in here? Sekundäre Waffen. Verbandskasten, Sekunde, dann kann ich den Tashana heilen. Tashaun. Ja, dann mal schauen beim Tashaun. Oh, ich hab's wieder zurückbekommen. Ja. Das ist echt eine tolle Eigenschaft, die gefällt mir. Da kann ich die Annetta auch gleich heilen, das ist gut. Und dann habe ich noch einen. Also ich habe bis jetzt also wirklich relativ oft das Paket wieder zurückbekommen. Also das ist echt ein Goodie, was Gold wert ist, würde ich mal so sagen. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht treffen. Ach, meinst du? Ich glaube, die haben einfach nur Kontaktängste. Genau, die haben Corona. Ja. Scheiße! Fliege!
Muni. Adios, you little fuckers. Adios, you little fuckers. Tür ist auf. Spotted a screamer. Army shell in the street. Where the hell are we? River's on the right. Follow the fence. Shit. Swarm's running. User joined your channel. Die Mütetüte ist da. Der Mütetüte ist wieder da. Hi Flo. Und? Das ist ein Morsen. Morsen? Er gibt die Hand einen Satz. Okay. I'm seeing explosives. Stay clear of the auto turrets. We capture them, and they'll cover our asses if the swarm shows up. Vermute mal, du ärgerst dich gerade, dass du nicht beide Rams zurückgeschickt hast. Ja, ich hab's gesehen. Oh, Medikit. Aber wir brauchen keins mehr. Das piepst nur, wenn ich mein Mikrofon runtermache. Was ist das denn? Weißt du, das will einfach, dass du YouTube ausnimmst, weißt du? Das ist ein Pro-YouTube-Mikro. Und Prozessor. So, jetzt. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Was piepst jetzt wieder? Was ist denn für ein Scheiß? Ich liege. Ja, die ist ja schön nett da. Sichen wieder bis zum Pier wieder geschafft. I set up an auto tool. Code red, code red. A code red has been detected en route to your position. All personnel to defensive positions. A code red has been detected. This is not a drill. Code red, code red. A code red has been detected en route to your position. All personnel to defensive positions. A code red has been detected. This is not a drill. Ja, und flüchten. Gucken wir mal, ob wir was finden hier. Maschinengewehr, Maschinengewehr. Ne. Ich glaube, das war es. Soll ich starten? Ja, wenn du willst. Nein, nicht. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Take him out! Wo kommen sie? Do not let them in here! Goddamn Zeke ain't keeping us off that boat! Ich habe genau eine Welle gehalten, das MG.
Gehe zu Winde. Ist eingeschaltet. Und dann musst du schon sagen, lauf Forrest. Erschrocken, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wir haben den, glaube ich, was geklaut. Ich weiß. Ich liege. Ja, das ist, der will mir unter die Eier kommen, weißt du? User disconnected from your channel. Da ist schon wieder einer abgestürzt. Ich bin zur Winde. Ich schalte das MG wieder ein. Ein Apfel, hast du gesehen? Ich liege. Ja, was soll ich denn machen? Dirk? Ja, ich höre den hinzukommen. He had me. So, wir können, das Boot ist da. Durchkämpfen. Da gibt's nicht schon mal viel. Wir haben es geschafft. Was ist das? Nicht dabei bin. Läuft das. Ich weiß nicht, was die doof sind. Weil das Untote, dumme Untote sind. Die waren nicht auf der Schule, haben kein Gymnasium besucht. Das Untoten-Gymnasium. Weißt du? Ich kann mir das richtig vorstellen, wie der Zombie-Lehrer dann vorne an der Tafel steht und macht dann. Und die Schüler dann alle. Obwohl, mal ganz ehrlich, Montagmorgen, klasse. Eigentlich Zombies. So. Also, ich bin der Killer. Der Dirk ist der Spezi-Killer. Ich bin der Entdecker. Der Dirk ist der Überlebenskünstler. Und der Vernichtungsexperte und der Kopfjäger. Echt? Das alles? Ja. Und noch viel mehr. Das alles und noch viel mehr will ich machen, wenn ich König vom Zombieland wäre. So, Level 18, 17 Arzt bin ich. Kostenlose Behandlung habe ich freigeschaltet. Was immer das heißt. Der ist 25, ich habe erst 22.
Ja, du musst ein bisschen mehr an deiner Leistung arbeiten, Dirk. Das merke ich. Was ist denn die kostenlose Behandlung? Chance von 25% bei der Verwendung der Steam-Pistole keine Ladung zu verbrauchen. Pff, wollen wir das haben? Ja, wir kaufen es mal. Ja, wir haben es gekauft. So, was ist denn mit Siege? Also Siege findet nicht statt, oder was? Scheinbar nicht, er hat nicht mehr geschrieben. Okay. Lustig. Also ich bin dafür, dass wir uns was anderes. Ja, wenn wir... Ja gut, wir haben ja jetzt World War Z. Das können wir jetzt einfach mal weiterspielen. Und ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao mit V. Tschüss. Tschüss.